Ja, es geht heute wieder um die US-Wahlen und zwar um das zweite TV-Duell. TV-Duell Nummer 2 stand am letzten Wochenende, besser gesagt in der Nacht zum Sonntag auf Montag an. Und es war sehr heiß, so wie in diesem Studio hier, weil die Heizung jetzt eingeschaltet wurde wegen den kalten Tagen. Herzlich willkommen zu Thema am heutigen Donnerstag. Müsst mich nicht über meine Frisur wundern auf einer Seite, aber das kriegt man noch irgendwie hin, kann man so sagen. Ja, herzlich willkommen dazu. Jetzt natürlich besser markiert, wenn es um die US-Wahl geht. Wir haben hier oben, da oben hier. So schön. Das sieht ein bisschen lustig aus, wenn ich einfach meinen Finger hebe, aber wenn man natürlich die Grafiken eingeblendet hat und es quasi im Bereich der Kamera hat, dann kann man sagen, hier oben Wahl 2016 mit der Amerika-Flagge. Heißt, es geht um die US-Wahlen. Und zwar nämlich um das zweite TV-Duell, was natürlich gegen Donald Trump und Hillary Clinton wieder stattfand. Es war aber in einem besonderen Zeichen, muss man sagen. Und zwar nämlich im Zeichen dessen, was am Freitag letzte Woche erschienen ist. Und zwar nämlich gab es im US-Fernsehen, beziehungsweise wurde oder hat eine Zeitung nämlich etwas herausgebracht, und zwar nämlich ein Skandalvideo, wo Donald Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen geprahlt hat. Und dadurch ist sein Image natürlich als, sagen wir mal, sowieso schon provokanter Provokateur. Wenn ihr mir fragen wollt, was das genau bedeuten soll, ich weiß es nicht. Ich sage es jetzt mal einfach. Nein, dass er noch mehr provoziert hat, muss man eigentlich so sagen, und sein Image dadurch sich noch verschlechtert hat. Und dass jetzt natürlich einige wirklich hier natürlich wach werden müssen und wachgerüttelt würden. Also die, die sich immer noch nicht entscheiden können und sagen, wenn so ein Sexist, so ein Rassist und natürlich auch noch so ein Mensch, der natürlich, sagen wir mal, nicht mit Fakten, sondern mit Emotionen arbeitet, den kann man nicht wählen. Und das ist leider heutzutage, sagen wir mal, nicht nur in Amerika so. Das ist ein bestes Beispiel, gibt es auch natürlich hier in Europa, in Deutschland am allermeisten, aber auch natürlich, wie schon gesagt, in Europa. Und da mussten natürlich einigen klar sein, okay, Donald Trump ist nicht wählbar, ich brauche dazu nicht ein zweites und drittes TV-Duell. Es haben sich aber natürlich viele auch nochmal angeguckt, wie das Ganze natürlich abgelaufen ist. Und natürlich ist klar, dass in diesem TV-Duell jetzt am letzten Wochenende natürlich es geradewegs ein Psychokrieg war. Und man hätte es auch unter dem Motto Sex Sells nennen können, aber da gab es ja auch natürlich andere Sachen. Wie beispielsweise natürlich, dass Donald Trump auch natürlich weiterhin auf die Sachen von Bill Clinton zurückgehen kann, dem Mann von Hillary Clinton. Bill Clinton, der Ex-Präsident von 92 bis 2000. Und der hat natürlich auch ordentlich sexuelle Skandälchen gehabt. Nicht nur mit, wie hieß die eine da als Praktikantin? Wie hieß die nochmal? Vergessen. Ja, was macht die heute eigentlich? Monica Lewinsky, genau, Monica Lewinsky. Ja, so heißt sie. Und ja, ist mir gerade eingefallen, deswegen. Und da muss man natürlich auch so sagen, dass Trump vorher einfach mal drei Frauen von der Presse vor die Presse gesetzt hat, die Bill Clinton vor langer Zeit der sexuellen Belästigung oder sogar der Vergewaltigung beschuldigt habe. Die vierte anwesende Frau wurde 1975 vergewaltigt. Hillary Clinton war damals Anwältin des Täters. Ja, und ein Schlag unter die Gürtellinie, muss man eigentlich sagen. Während der Debatte dauert es nicht mal eine Viertelstunde, bis natürlich das Ganze rauskam. Und da hat dann Donald Trump stumpf gesagt, in der Geschichte der Politik gab es keinen, der Frauen so missbraucht hat. Ja, seine eigenen an der Grenze der Gewalt gehenden Äußerungen über Frauen tut erneut als Umkleidekabinengerede. Er hat gesagt, Locker Room Talk. Ja, aber man war nicht in einer Umkleidekabine. Also wenn ihr das Video gesehen habt, wo es natürlich gesagt wurde, diese Szene wurde ja immer wieder gezeigt, da sieht man halt, dass er mit einem Moderator, dazu kommen wir auch noch nämlich gleich, einfach mal so geredet hat, und das war nicht in einer Umkleidekabine. Ich rede auch nicht in einer Umkleidekabine mit irgendwelchen, wenn ich da irgendwie 15 Schniepel sehe und rede dann auch irgendwie, ja geil, ne? Ich fasse der Frau so an die Piep und ne, hier und hoppe, hoppe, reiter und so weiter. Ne? Das mache ich nicht. Ne? Ich denke mir einfach nur, okay, guck mal schnell weg. Du siehst hier zu viele Männer mit einem Penis.
Geh einfach raus. Darf ich überhaupt noch Penis sagen auf YouTube? Ich weiß es nicht. Hätte ich dann sehen, wenn das Video gesperrt wird. Ja, ist jetzt zweimal, einmal nur das Wort P gesagt. So, egal. Aber Donald Trump hat es natürlich versucht, sehr, sehr, sagen wir mal, weich zu reden. Also sprich, dass jeder von uns sowas macht. Ja, das machen wir auch. Aber das machen wir dann nicht in der Öffentlichkeit, beziehungsweise lassen uns dabei filmen, sondern labern damit oder weiß das ich was. Ja, okay, heutzutage in Sachen Datenschutz und was weiß ich nicht was, wenn du mal über WhatsApp oder über Facebook oder so darüber reden willst, dann hast du halt das Problem, dass vielleicht die NSA dich abhört, die dann aber nur denken, was für eine perverse Sau. Ja, das Komischste dabei natürlich, Trump hat es selbst auch noch gesagt, warum ich komisch sage, ganz einfach, niemand respektiert Frauen mehr als ich, und sagte er das natürlich. Und unten in der Videobeschreibung gibt es natürlich auch nochmal sogar zweimal, einmal natürlich den in voller Länge und einmal natürlich, sagen wir mal, in, ja, in einer Zusammenfassung das TV-Duell noch einmal, wo er natürlich dies auch noch selbst gesagt hat. Trump hat natürlich versucht, sich auf der Bühne ein bisschen repräsentativer zu zeigen, ein bisschen, sagen wir mal, deutlicher zu zeigen. Wir werden heute nur hier über Trump reden. Über Clinton werden wir auch natürlich gleich noch reden. Jetzt aber erstmal über Trump. Und Trump hat natürlich 90 Minuten lang sich verunsichern lassen oder beziehungsweise nicht sich selbst verunsichern lassen, sondern für Verunsicherung gesorgt. Er tigierte umher, steht immer wieder bedrohlich hinter Clinton, macht Grimassen, grinst, schnaubt, also. Ne, das Trump-Sniffing war auch wieder dabei und vieles, vieles mehr. Und natürlich ging es auch um eine besondere Sache, nämlich um die Sachen, die Clinton falsch gemacht hat. Wie beispielsweise, Trump hat wieder auf Clintons 3 Millionen E-Mails darauf hingewiesen, die gelöscht wurden und was weiß ich nicht alles. Und beschwerte sich natürlich, dass er immer selbst unterbrochen wurde und so weiter. Das sind schon deutliche Anzeichen dafür, dass Trump ein wirklich schlechter Verlierer sein wird. Ganz einfach. Das sind Zeichen, das sieht, glaube ich, selbst nicht, das sieht sogar ein normaler Mensch wie ich. Der sieht das, dass Trump bei der Wahl, der hat ja im Übrigen auch dann in einem Video gestern am Mittwoch oder am Dienstag gesagt, geht zur Wahl am 28. November. Ja, die Wahlen sind aber in weniger als 4 Wochen, nämlich am 8. November. Und da werden wir natürlich auch darüber berichten, selbstverständlich. Aber ich wollte jetzt zu dem Punkt nämlich kommen, wo es natürlich, sagen wir mal, richtig fies wurde für Clinton. Und zwar nämlich, als Clinton sagte, dass Trump zum Glück nicht fürs US-Justizwesen zuständig sei, hat Trump geantwortet, Zitat, weil du dann im Gefängnis wärst. Ein Erstaunen ging über das Studio, wo die sich natürlich gefetzt haben, her. Und das Publikum, das die Fragen stellte, ignoriert er dagegen weitgehend. Also sagen wir es mal so, wer ein Präsident des Volkes sein möchte, wie in Amerika, da ist Donald Trump dafür halt dann auch nicht geeignet. Ich will jetzt auch natürlich hier nicht andauernd immer wieder auf Donald Trump rumhauen, aber wie er sich hier repräsentiert hat am Sonntag im Gegensatz zum letzten Mal, ich glaube, das war Anfang Oktober, nee, Ende September, da war das Ende September deutlich friedlicher als jetzt in der Sache. Hier hat er nämlich draufgehauen und hat gesagt, wisst ihr was, die Medien haben es jetzt veröffentlicht, weil ich habe sowieso das Gefühl, wenn Donald Trump Präsident werden sollte, wo ich dann natürlich, oder wo viele halt natürlich sagen, das ist das Ende überhaupt. Ja, ich will jetzt es nicht dramatisieren und sagen, das ist das Ende der Welt. Ne? Bringt euch in Sicherheit. Weil man sieht es doch deutlich. Man sieht es deutlich. Ich könnte jetzt einfach die Zettel weglegen und euch hier die Meinung wirklich sagen über Donald Trump. Ich habe selbst auch am Montag danach habe ich geschrieben und davor habe ich auch noch geschrieben, Trump macht sich selbst verhindert sich selbst. Also, wer so einen Wahlkampf führt, der hat schon verloren. Also, wer natürlich nur gegen die Gegnerin so draufhaut, dass das eigentlich das Volk, sagen wir mal, weil die Amerikaner wissen es doch, dass Bill Clinton sexuelle Begehen hatte mit anderen Frauen. Und man weiß auch, dass eigentlich die beiden, also Hillary und Bill Clinton, sagen wir mal, nicht geradewegs wegen der Attraktivität verheiratet sind, sondern auch wegen der Intellektualität und Trump natürlich, sagen wir mal, ein Supermodel nach dem anderen bumst. Ich habe es jetzt so gesagt, das ist mir jetzt scheißegal. Und da muss man eigentlich auch natürlich sehen, dass es eigentlich sehr, sehr daneben war für Trump. Trump konnte aber jedenfalls indirekt bei einigen Inhalten punkten, wenn wir mal auf die eigentliche Sache
des TV-Duells zurückkommen. Und zwar nämlich hat Trump zwar wie üblich große Probleme, seine Pläne zu erläutern. Sprich, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht wie. Und bombardiert die Zuschauer mit endlosen Unwahrheiten. Also sprich, das ist falsch, was natürlich, sagen wir mal, glaube ich, alle gewusst haben. Geht natürlich, natürlich. Weiterhin natürlich, wo es ja auch darum ging, wo ich ja selbst vor 2 Wochen ja gesagt habe, wo er so ins Mikrofon gegangen ist. Wrong, wrong, ne? Wo er immer noch gesagt hätte, ich bin immer noch gegen den Irakkrieg gewesen, ne? Aber er ist ja in einer, er hat ja eine Partei, ne? Die ja dafür gesorgt hat, dass die ja in den Krieg gegangen sind im Irak. Also, ne? Ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was sein sollte, man weiß es nicht. Natürlich, klar. Ist auch immer wieder, er hat immer wieder auf sich selbst nicht geschaut, seine Fehler nicht. Er hat immer auf die Fehler von Clinton geschaut, also die Demokratin, also Clinton. Und da hat er natürlich ihre E-Mail-Affäre wieder mal selbstverständlich gesagt. Dann Trump macht sogar für den Aufstieg, macht sie sogar dafür verantwortlich, dass der IS so erfolgreich geworden ist. Bemerkenswert aber auch, dass sie sich klar von seinem Vize. Dass er sich klar von seinem Vize Mike Pence distanziert, der kürzlich ja in harschen Tönen zu Russland geäußert hätte. Trump will ja mit Russland, sagen wir mal, die Wogen glätten. Das wollen ja auch die Russen, aber die Russen kapieren es ja nicht. Nämlich die Russen ticken genauso wie Trump, ne? Irgendwelche Behauptungen aufstellen und dann, wenn es die Wahrheit rauskommt, sofort aggressiv werden und auf die Fehler anderer draufhauen. Das ist heutzutage wirklich nur noch die Politik. Heute willst du es nur noch so machen. Heute machst du mit Emotionen Politik, ne? Oder mit Emotionen, weißt du, die Wahrheit ist scheißegal. Hauptsache, das, was man hören will, ne? Dass Trump Präsident werden soll und nicht Hillary Clinton. Dass die Tatsache ist, dass es vielen Menschen auf diesem Planeten nicht gut geht, aber dafür die eigene Haut retten. Das ist eher wichtiger und das ist ein Anzeichen dafür, dass der Egoismus eine Krankheit geworden ist, wo man eigentlich wirklich sagen muss, ihr müsst alle in Therapie gehen und zwar nicht wirklich alle, sonst müssten wir wirklich einen neuen Planeten erschaffen und den einfach mal geschlossene Anstalt nennen und alle dorthin verfrachten. Wirklich alle. So müsste man das machen, aber ich weiche wieder in Richtung eigene Meinung aus. Das ist wieder mal so schlimm. Eigentlich hätte ich das gar nicht sagen sollen, dass es eigene Meinung ist. Aber egal. Wir kommen natürlich auch jetzt direkt zu Hillary Clinton. Und Hillary Clinton selbst längst nicht souverän wie bei der ersten TV-Debatte. Also da hat sie auch etwas nachgelassen. Sie hat sich auffallend häufig in die Defensive drängen lassen mit der animalischen Aggressivität von Donald Trump und war auch auf einen Punkt so genervt, dass sie sie zu der schnippischen Bemerkung hinreißen lässt, er trete nur deshalb so radikal auf, weil seine Kampagne ja, explodiert wie ein Galaxy Note 7. Und anders als vor 2 Wochen blieben auch wenige denkwürdige Momente von ihr hängen. Inhaltlich hat sie sich aber keine Fehler geleistet. Aber man wird natürlich auch sehen, wie das letzte TV-Duell wird. Eigentlich hat ja sowieso immer wieder das erste TV-Duell in Amerika, so heißt es ja, auch immer wieder dafür natürlich gesehen. Im Fazit des ganzen TV-Duells, was ich selbst ja nicht geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, lieber schläfst du in der Nacht von Sonntag auf Montag, kriegst die Highlights eh ja 7000 Mal dann im Fernsehen geliefert, beziehungsweise im Internet. Und gut für Trump ist natürlich unter anderem gewesen, dass er, sagen wir mal, nicht komplett implodiert ist. Also das wäre natürlich eine Katastrophe für ihn gewesen, denn einige Umfragen haben natürlich auch gezeigt, Clinton war hier natürlich wieder deutlich die Siegerin, auch wenn sie, sagen wir mal, nicht so gezündet hat wie beim ersten TV-Duell. Das hat natürlich gefehlt. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Clinton auch da natürlich weiterhin Verbesserungen braucht und deswegen bleibt Hillary Clinton auch weiterhin Favoritin als die neueste Präsidentin. Und daher, dass er sich jetzt auch natürlich in anderen Möglichkeiten, wie beispielsweise gegen seine eigene Partei sich zog, das hat er mal wieder auf seinem Lieblingssozialen Netzwerk nämlich bewiesen, auf Twitter. Da postet er nämlich eher mehr, als es natürlich zu sagen scheint. Und so hat er natürlich unter anderem Paul Ryan, den Führer, also den, sagen wir mal, den obersten Mann, so kann man das sagen, der Republikaner also im Unterhaus, glaube ich, im Abgeordneten, also der Abgeordnetenhaussprecher, ne? Er hat nämlich, Paul Ryan hat sowieso, was muss man als erstes sagen, gesagt,
Er unterstütze Donald Trump nicht mehr wegen diesem Video, was ja am Freitag veröffentlicht wurde. Dieser Tweet kam dann natürlich vor 2 Tagen am Montag dann auch nochmal raus, den er natürlich dann direkt geschrieben hat. Und gleichzeitig kam ja dann auch wieder einen anderen Tweet raus, wo er natürlich auch geschrieben hat, unloyale Republikaner sind weit schwerwiegender als die tricksende Hillary und sie greifen einen von allen Seiten an. Sprich, eigentlich so gesehen, Donald Trump sieht seine Fehler nicht ein und er weiß auch ganz genau, dass er unter anderem, sagen wir mal, tief auf die Fresse fallen wird und das natürlich, sagen wir mal, noch geradewegs noch friedlich gesagt, weil es kann auch noch schlimmer gesagt werden. Und außerdem ist er auch noch auf andere losgegangen, wie beispielsweise auf den 2008 Präsidentschaftskandidaten der Republikaner John McCain, der gegen Obama verloren hat. Der hat sich natürlich auch distanziert und hat es als vulgär bezeichnet, was er dort gesagt hat. Und tatsächlich haben viele Republikaner schon längst die Nase zugehalten oder die Nase voll von Donald Trump. Aber in Trumps Welt sind natürlich immer die anderen an allem schuld, nie er selbst. Das muss er auch natürlich langsam begreifen. Und er grenzt oder nähert sich ja eigentlich den Menschen an, die ja eigentlich, sagen wir mal, sowieso im Moment Hochkonjunktur hat, weil alles andere ist scheißegal, weil Fakten, auf Fakten scheißt heutzutage jeder. Ich kann auch hierüber berichten, ein Sack Reis gewinnt gegen Donald Trump. Alle würden es freuen, obwohl es auch stimmen würde. Deswegen würde ich das mal sagen. Oder Hillary Clinton liegt vorne bei Donald Trump. Sofort alle Trump-Anhänger würden sagen, nee, es ist nicht wahr und alles. Aber man muss wirklich hier sehen, dieser Wahlkampf, der ist so vorprogrammiert, wie wir alle das hier gesagt haben. Nicht nur ich hier bei Dercho TV, sondern auch im US-Fernsehen, im deutschen Fernsehen oder sonst wo. Dieser Wahlkampf wird der schlimmste Wahlkampf in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein. Und das würde wahrscheinlich auch dazu bedeuten, auch wenn die Umfragen im Moment sehen, Hillary Clinton liegt vorne, denkt bitte daran, das war beim Brexit ebenfalls so. Es lag vorne, die würden in der EU bleiben. Was ist passiert? Zack. Ne? Also, wer ist dann dran schuld? Genau, das Wetter. Aber wer weiß, ob das auch so passieren wird oder auch nicht. Wir wollen es natürlich jetzt nicht hoffen oder auch erhoffen. Denn einerseits ist natürlich klar, Donald Trump hat sich hier ins Abseits geschossen und zwar nämlich ordentlich ins Abseits geschossen. Und wenn es so weitergeht, dann weiß man ganz genau, die Republikaner werden am 8. November wirklich aus diesen Miseren lernen müssen und einen Kandidaten aufstellen wollen in 4 Jahren dann, wenn der Fall eintreten soll. Sollte nämlich Trump Präsident werden, würde das, sagen wir mal, glaube ich, eine nächste Wirtschaftskrise auslösen, weil alleine sich ja die Wirtschaft sich ja ein bisschen erholt hat, beziehungsweise ein bisschen positiv gezeigt hat, ja, so wie beim ersten, auch zum Teil beim zweiten TV-Duell, da habe ich mich jetzt nicht richtig informiert, aber das ist wahrscheinlich auch so eingegangen. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und ob Donald Trump überhaupt noch eine Chance hat, beziehungsweise ob Hillary Clinton wirklich am 8. November die Präsidentin werden kann oder ob Donald Trump am 28. November Präsident werden kann. Das werden wir natürlich sehen. Unten auch in der Videobeschreibung, das möchte ich auch nochmal erwähnen, gibt es selbstverständlich die ganzen Links dazu, die ich natürlich hier euch präsentiert habe. Sei es natürlich zur Zusammenfassung, dort gibt es auch die einzelnen Videos, da ist auch ein Artikel von uns, von Dercho TV dabei, wo ihr natürlich dann auch unter anderem das TV-Duell von NBC euch nochmal im kompletten Anlauf euch nochmal angucken könnt. DerchoTV.de, das ist die Adresse. Natürlich werden wir dann auch zum dritten TV-Duell, das wird am 19. Oktober sein, also in 6 Tagen, also nicht mehr weit. Das heißt, direkt in einer Woche werden wir natürlich wieder über dieses TV-Duell reden, also wird nicht mehr so weit sein. Außerdem natürlich ist klar, da muss ich jetzt mal schnell machen, weil geradewegs der Energiesparmodus meines Laptops angegangen ist, werden wir auch natürlich euch bei Update Politik auf den Laufenden halten, was dort passiert ist. Was wir noch zu dem Moderator sagen können, der ja bei diesem vulgären Video, ja, was Freitag veröffentlicht wurde und aus dem Jahr 2005 kam. Billy Bush, der Cousin im Übrigen von Jeb Bush und George W. Bush, Ex-Präsident, Vorgänger von Obama, war natürlich dabei, hat ja Trump so gesehen zugestimmt, ja, und ist glatt vom seinem Haussender NBC rausgeschmissen worden. Tja, das ist dann halt Pech, muss man sagen.
So sieht's aus. Das war's dann auch von Thema für diese Woche. Wir sehen uns dann natürlich nächste Woche wieder, dann wieder zu den US-Wahlen selbstverständlich. Alles weitere wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen dann natürlich wie regulär Update Politik. Dort wird es unter anderem auch über den Suizidfall des Terrorverdächtigen vom Wochenende geben. Er hat sich nämlich am Mittwochabend sich in seiner Zelle in Leipzig, in der JVA Leipzig, umgebracht. Dazu dann auch auf derchotv.de mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.